Das ist doch keine Siedlung, das ist ein Zelt. Ein Zelt. Kann ich das Zeug da einsammeln? Nein, ich will das Zeug einsammeln. Bist du wieder hier, um deine Pflichten zu vernachlässigen? Nicht einmal, wenn der Himmel sich rot färbt, lässt du von deinen Marotten ab. Guten Tag, Fräulein Kogita. Heute bin ich nicht hier, um etwas über die Mythen und Legenden Hisuis zu lernen. Kogita genügt. Und wen hast du da mitgebracht? Niemand Geringeres als die, über die gerade alle reden. Naira. Sie war es, die die in Rage geratenen Könige und Königinnen besänftigt hat. Ah, die arme Seele, von der du mir erzählt hattest, nicht wahr? Verloren in Raum und Zeit. Ah, deinetwegen scheint meine Pflicht endlich bald ihr Ende zu finden, Verlorene. Hä? Was? 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 Ich will beides fragen. Was? Was für eine Pflicht? Der Riss im Raumzeitgefüge muss geschlossen werden, sonst geraten Raum und Zeit aus dem Gleichgewicht. Dieses Desaster zu verhindern, ist deine Aufgabe, Verlorene. Das wird ein längeres Gespräch. Warum kommst du nicht in mein bescheidenes Heim? Okay, cool. Schickes Zelt. Es heißt, der Riss im Raumzeitgefüge verbinde unzählige Dimensionen miteinander. Und in einer von ihnen, weit hinter dem Riss, verweilt das ehrwürdige Sinnoh. Welches? Von Vergangenheit zur Zukunft erstreckt sich Zeit. In alle Richtungen erstreckt sich der Raum. Unser Weg von der Gegenwart in die Zukunft, das ist die unendliche Achse der Zeit. Und was sich in alle Richtungen um uns herum ausbreitet, ist der Raum. Du verstehst, oder? Allein durch die Einheit von Raum und Zeit kann unser Universum bestehen. Was nützt es also, so wie der Diamant-Clan und der Perl-Clan nur jeweils einen der zwei Aspekte zu verehren? Sie gehören zusammen. Möglicherweise ist diese Angelegenheit für dich leichter zu durchschauen, da du aus einem anderen Zeitalter kommst. Ich werde dir jetzt erklären, was du zu tun hast. Also hör gut zu, in Raum und Zeit Verlorene. Hier in Hisui gibt es drei Seen. Den See der Wahrheit, den See der Kühnheit und den See der Stärke. Oh, die kenne ich, die kenne ich, die kenne ich, die kenne ich. Die gibt's auch in Diamant und Perl. In jedem von ihnen wohnt ein Pokémon, das einen Aspekt des Geistes verkörpert. Oh, die kenne ich! Stell dich ihren Prüfungen. Wenn du sie bestehst, erhältst du von jedem von ihnen eine Gabe, die du zu den Nebelruinen bringen musst. Dort solltest du dann in den Besitz der roten Kette kommen. Sie soll es vermögen, die Welten zu binden. Die Welt binden, sagen sie? Was soll das heißen? Du schließt also den Riss? Spar dir deine zweifelnden Blicke. Ich weiß nur, was in den alten Geschichten dazu gesagt wird. Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, ob sie wahr sind oder nicht. Ich habe einzig und allein die Pflicht, sie ihrem Wortlaut gemäß zu überliefern. Wenn sich jemand schuldig gemacht hat, dann meine Vorfahren, die mir die Bürde aufgetragen haben, diese Legenden weiterzugeben. Aber wie dem auch sei. Jetzt kennst du deine Aufgabe. Wirst du sie annehmen? Nee, das kann ich nicht. Ja, ich mach das. Wie vorbildlich von dir, deine Pflichten zu kennen. Oh, mein Telefon klingelt. Cool. Dein Arzeus-Freund scheint auf irgendetwas zu reagieren. Dein Arzeus-Freund zeigt dir nun an, wo sich die drei Seen befinden. Oh, praktisch! Bei Fräulein Kogitas Behausung gibt es übrigens eine Werkbank, die du benutzen kannst.
Falls es dir an Materialien mangelt, biete ich dir gerne einige meiner Handelswaren an. Zum richtigen Preis, versteht sich. Was ist mit der Weide? Tja, ich bin mir nicht sicher, was du wegen der Weide tun könntest. Abra! Nanu? Dieser Ruf eben. Hat sich etwa ein Pokémon hierher verirrt? Kümmert euch bitte darum. Schon recht. Gehen wir, Naira. Wie jetzt? Ich soll jetzt einfach gehen? Nö, ich geh jetzt pennen. Nein, ich benutze jetzt dieses Bett. Lass mich! Okay, ich zieh mich um. Schade. Wollt ihr Zeug klauen? Warum soll ich kein Zeug klauen? Oh, ein Abra. Von wo hast du dich denn her teleportiert? Hm? Hattest da einen Brief und... er ist für dich, Naira. Oh, cool. Ich krieg Post. Du liest den Brief. Naira. So heiße ich. Du kannst mein Pokémon nutzen, um auf deine Pokémon auf der Weide zuzugreifen. Außerdem habe ich dafür gesorgt, dass dir die Basislager weiterhin zur Verfügung stehen. Ich vertraue darauf, dass du nach deinen hervorragenden Leistungen als Mitglied des Forschungsgrupps auch diese extraordinäre Situation schnell bewältigen wirst. Celestis, Kommandantin des Forschungstrupps. Sie ist so nett. Und? Sind es gute Nachrichten? Verrate ich nicht. Na schön. Dann solltest du dich jetzt wohl auf den Weg zu diesen drei Seen machen. Ich bin mir sicher, dass eine Menge harter Arbeit vor dir liegt. Vielleicht findest du ja jemanden, der dir dabei helfen kann. Der Händler steht wie immer mit einem klugen Rat zur Seite, wie ich sehe. Nur fürs Erste ist es mir gelungen, meinen Clan zu beruhigen. Die Wächter behalten die Könige und Könige im Auge, doch sie scheinen nichts Ungewöhnliches festgestellt zu haben. Die Lage ist also noch einigermaßen entspannt. Trotzdem kann ich nicht an die große Glocke hängen, dass ich dir helfe. Uns öffentlich dem Willen von Expeditionsleiter den Boku zu widersetzen, würde die Beziehungen zwischen den Clans und der Galaktik-Expedition zerrütten. Um die Sache kurz zu machen, wir haben uns entschieden, dir heimlich zu helfen. Damit wir nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen, musst du dir allerdings einen von uns aussuchen, auch wenn ziemlich klar ist, wer das sein sollte. Entscheide, wer dich begleiten soll, Dion vom Diamant-Clan oder Perla vom Perl-Clan. Ich will mich nicht entscheiden. Kann ich alleine reisen? Frag mein Freund. Ich will nicht. Ich will Lara mitnehmen. Ja, will ich mitnehmen. Willst du mitkommen? Ich nehme das Zwinkern als ja. Sie kommt mit. So. Entschuldigung. So, sorry, Perla, aber ich fand. Das Pokémon des Raumes noch nie so nahe hübsch. Palkia. Hässlich. Jo, Diam, komm mit. Natürlich willst du mich. Immerhin hat dieser gut aussehende Mann hier dir die Elysienflöte geschenkt, auf der du jetzt so fleißig Melodien spielst. Nee, ich muss nachdenken. Natürlich entscheidest du dich für mich. Immerhin habe ich dir die nötigen Materialien bereitgestellt, um Axator zu besänftigen. Wir haben gemeinsam die Ruhegaben hergestellt. Nee, ich muss nachdenken. Hey, Volo, kommst du mit? Na schön, dann solltest du dich jetzt wohl auf den Weg zu diesen drei Seen machen. Was heißt, du kommst nicht mit? Gut. Jo, Dia, was geht? Gute Wahl, du kannst dich auf mich verlassen.
Und wer übrig bleibt, tut was? Das klingt ja, als wäre ich nur ein Überbleibsel. Ich werde mich an Expeditionsleiter den Bokus Fersen heften. Wenn ihn jemand umstimmen kann, dann ja wohl ich. Ah, natürlich. Dann sollten wir keine Zeit verlieren und gemeinsam zum See aufbrechen. Auf dem Weg dorthin kann ich alles Wichtige erklären. Ich habe Perla genommen. Ja, dann siehst du ja jetzt, wie es mit dir wird. Praktisch, oder? Aber welchen See meinst du? In Isui gibt es 3 große Seen. Wie auch immer. Wir sollten jetzt keine Zeit verlieren. Lass uns sofort aufbrechen. Den Rest entscheiden wir später. Allerdings sollten wir nicht zusammen gesehen werden. Ich mache mich allein auf den Weg zu unserem Treffpunkt. Ich vertraue darauf, dass du Nara keinen Ärger machst, Diam. Aha. Drei Hauptmissionen, weil eine nicht genug ist. Ich will das hier ernten. Ich will das hier ernten. Ich hätte mal Pokebälle gebraucht. Toll. Kiste. Alle. Auf ein Pokémon werfen. Nö, weg damit. Lassen dich anlocken. Behalte ich mal. Füllt sich die AP auf, das ist okay. Herstellen von Wurf-Items. Plan. Lassen sich anlocken, will ich nicht. Will ich nicht. Herstellung von Items. Füllt KP auf. Zubereitung von Medizin. Füllt KP auf. Lassen sich anlocken. Herstellung. Lieblingsstück eines bestimmten Pokémon, behalte ich mal. Herstellung. Weg damit. Füllt KP auf. Macht schwerfällig, Pokéball behalte ich. Erhöht Leistungslevel. Herstellung. Okay. Cool. Ich hätte ein paar Pokébälle gebraucht. Jo, die haben, was geht. Bye. Also, wohin gehen wir? Da so. Irgendwo. Da. Irgendwo da. Tag. So, ich muss nach da hinten. Baum. Dankeschön. Eine Pokebälle herstellen. Ups. Du schießt es. Guten Tag. Das nehme ich auch. Dankeschön. Eine Pokebälle. Oh, hip. Ich kann fliegen. Voll auf die Presse kann ich fliegen. Yeah. Entschuldigung. Schicker See. See der Wahrheit. Abstart! Dankeschön. Hier soll früher einmal ein Vulkan existiert haben. Als er ausbrach, entstand ein riesiger Krater, in dem sich mit der Zeit Wasser ansammelte.
Und so wurde der See der Wahrheit geboren. Bald hast du mich wieder eingeholt. Yeah! Das Pokémon Vespri wacht über diesen See. Als es floh, lernten die Menschen das Glück und die Trauer des Lebens kennen. Zumindest erzählt man sich das. Oh, mein Telefon klingelt. Der Nachtseisfreund scheint auf irgendetwas zu reagieren. Hier, Telefon, schau dir den Stein an. Das ist auch immer meine erste Reaktion. Aber was? Eben war diese Höhle noch nicht da. Ist das also dieses Arceus-Form, von dem der Professor erzählt hat? Gehen wir, Naira. Fräulein Kogita sagte, dass du den Pokémon, die über diesen See wachen, deine Stärke beweisen musst. Das klingt, als stünde dir eine Herausforderung bevor. Was? Ich will das nicht, ich bin viel zu schwach. Dieser Ort ist unbeschreiblich. Yay. Ein Pokémon mit einer bedrohlichen Aura erwartet dich. Du musst kämpfen, Naira. Das Pokémon des Sees will dich damit bestimmt auf die Probe stellen. Yay. Könnte ich einfach direkt Pokéball drauf werfen? So? Schade. Oh. Ja, ist okay, ich hab's verstanden. Es mag mich nicht. Es mag mich. Au, 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 au. Mobbing! Woody, ihr habt nichts, was sehr effektiv ist. Wirkungslos, nicht sehr effektiv, toll. Wie hat das wie? Weißt du? Au, 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 au. Das ist nicht geil. Nein! Das ist, Attacke! Attacke! Aua! Das tut weh. Oh, es lebt noch, es lebt noch. Nein, aus! Oh, das sind zweimal! Und direkt weh. Das war gemein. Ah. Attacke! Wow, so viel Damage. Au. Oh. Läuft doch gut, oder? Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das läuft richtig gut. Toll, toll. Toll. Das ist ja alles toll. Yay. Ja, danke. Hey, du nimmst Geld. Juhu. Toll. Ja, danke.
Au, 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 au. Oh. Da hatte ich nur zwei Pokémon. Cool. Ganz toll. Attacke! Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ein schöner Kampf hier. Wunderschöner Kampf. Hat sich richtig gemacht. Voll, Entschuldigung. Boah, Papi Della lebt doch. Papi Della. Aua. Oh, das ist hip. Was? Nee, verstehe ich nicht, Nico. Du musst trainieren, was? Nein, verstehe ich nicht. Du hast verloren. Sorge dafür, dass deine Pokémon stärker werden. Versuche es erneut. Tschüss, dir, ich lasse dich mit dem Pia alleine. Ciao. War schön. Oder so. Ich gehe einfach. Ist eine gute Idee, oder? Ja, ist eine sehr gute Idee. Hey, Bodo. Ciao. Kapado. Hallo. Warte mal, Kapado, warte mal. Warte. Chill. Na toll. Pokebälle hergestellt. Auf den Fall.